mal hier, dies mein Poesiealbum. Schau mal rein, lies mein Poesiealbum. Schwarz auf weiß, in mein Poesiealbum. Album, Album. Hallo Deutschland, kennt ihr mich noch? Kennt ihr das noch? Echten Hip-Hop in einem Land, wo man sogar mit einem Hit floppt. Wo der Soul keine Seele hat, der Rock nicht rockt. Wo beim Funk auf der Funk nicht überspringt. Und der Reggae leider nach Schlagerliedern klingt. Rap so eine schlechte Reputation hat. Wer kann dieses Gefühl von damals wiederbringen? Wer, wenn wer kann es sein? Sag mir den Namen und ich nehme ihn unter Vertrag. Oder die oder sie, ich ganz egal, wer es ist. Hast du bitte mal eine E-Mail oder Nummer parat? Nein, es gibt keinen, denn die Sänger singen und die Rapper klingen, als hätten sie ihn immer gehabt. Und sogar wenn sie mit Internet alle Lieder umsonst, gibt keiner mit Geschmack, hätte die hier runtergeladen. Denn nun ist es da. Und mit dem Bart, 100 Karat, warum ich das sag, ich bin so brillant. It's in order, he's from my team, Alec. Is it? Oh yeah, yeah. Let's go, he's good. Ich bin so Schiller, so Goethe, so bitter, so böse, noch immer der größte Poet, der hier lebt. Wenn ihr jetzt noch mehr wollt, verdrückt euch deutschen Dichter, Reime, bis ihr alle brecht wie Berthold. Das ist für mich echter Erfolg, wenn der Text noch mehr rollt. Und ich scheine wie der Morgenstern, hoffe, dass ihr alle aus dem Raum und den Wort lebt. Hey, meine Damen und Herren, was würde ich hier bloß tun, wenn ich Rapstar? Wahrscheinlich wäre ich der neue Erich Gessner. Das ist ganz schnell noch fertig, Lester. Nur durch euren Hass werde ich besser. Kletter hoch auf der Karrieretreppe, ohne Namen, das heißt Karriereleiter. Wenn sie mir dann mal der neue Derbe kleiner. Hey, guck mal hier. Lies mein Poesie-Album, schau mal rein. Lies mein Poesie-Album, schwarz auf weiß. Lies mein Poesie-Album, Album, Album, Album. Fuck it. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Wow, dankeschön. Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag, wie heißt du? Alex, 29 aus Bremen City. Hey, ich komme aus Bremen. Ich bin in Bremen geboren. Nico, ich muss erst mal sagen, Glückwunsch zum Führerschein. Ich habe gesehen, du hast irgendwie... Ich kann da immer einen Applaus geben für... Sehr geil. Danke sehr. Danke, ja. Hat Ray ihn wiedererkannt, was meinst du? Alex war... In den Staffel in 2014. Ein Oster, ey! Oh. Ah, sicher jetzt erst. Und der war erstmal bei The Fantas und dann war er bei mir durch einen Steel-Deal. Ich war am Anfang im falschen Team, das war halt mein Fehler. Ja. Also. Du hast den Eminem. Lose Yourself. Lose Yourself. Das war kraftvollste Moment in The Voice of Germany History für mich. Mhm. Ich finde es auch irgendwie so total berechtigt, dass du hier bist und auch als All-Star. Also vielen, vielen Dank. Was hast du denn getrieben seit deiner letzten Staffel The Voice of Germany? Boah, hätte ich gewusst, dass ich 6 Jahre später nochmal auf so einer riesen Bühne stehe, hätte ich auf jeden Fall irgendwas Geileres gemacht. Also ein bisschen Sport, paar Bücher gelesen und Musik. Ich habe so diese The Voice-Zeit so abgespeichert für was extrem Geiles, also in so einen Karton reingepackt, das kann mir keiner kaputt machen. Ja. Und habe so für mich Sachen geschrieben. Und warum bist du wieder zurückgekommen? Ich hatte die super Zeit meines Lebens musikalisch bei The Voice und habe kein negatives Adjektiv mit The Voice in Verbindung. Klar, also da steht dein absolutes Traumauto vollgetankt mit was auch immer. Fahr das. Alex, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich für dich buzzern soll oder nicht, weil du hast dir natürlich einen sehr, sehr schweren Song ausgesucht. Und, du bist ein bisschen davon galoppiert. Aber was mich dann doch dazu gebracht hat, zu drücken, ist, dass ich erstens jedes Wort verstanden habe und zweitens irgendwie das fühlen konnte, sozusagen. Ich mag das, wenn gerappt wird, dass nicht nur Attitüde vor dem Künstler steht, sondern dass ich den Mensch auch noch so durchsehe. Deswegen habe ich für dich gedrückt, aber ich glaube, es ist tatsächlich noch ein bisschen Arbeit. Du hattest natürlich jetzt auch nicht den absoluten Top-Coach für Rap beim letzten Mal. Eine Sache hat Ray damals aber direkt gesagt. Er meinte, so raptechnisch kann ich dir überhaupt nichts beibringen, aber ich habe gefühlt, was du gemacht hast und das finde ich geil. Das sagt er immer. Ich denke, also ich finde, und ich sage es auch wieder, ich glaube nicht, dass irgendwie so beim Rappen dir was beibringen kann. Du bist ein Rapper und wir beide, wir fanden dein erste Blind Edition halt knaller und mussten uns für dich diesmal auch wieder umdrehen. Vielen Dank, vielen Dank. Ich glaube, ganz ehrlich, ich sehe ein Doppelpotenzial compared to last time. Super cool, dass du bist zurück und wenn du willst, wir sind beide hier für dich. Ja. Vielen, vielen Dank.
So, mein Lieber, ich glaube, du musst dich entscheiden. Also ich sag mal, Marc ist ja ein sehr, sehr guter deutscher Lyrizist. Ray... Auch. Auch. Beide haben mit Rap-Artists gearbeitet, hatten große Features mit denen. Ehrlich gesagt, es liegt an dir, was für ein Bauchgefühl du hast. Gut, ja, also man macht sich ja vorher Gedanken, man wird auch immer gefragt, zu wem gehst du und wo würdest du gerne hingehen? Und kleines Wortspiel, ich würde meine Träume gerne realisieren. Hat das irgendeiner hier gecheckt oder war das wieder zu viel? Ja, wir! Träume, Rhea. Also realisieren, Rhea. I got it. Ray und Samu, ich bin bei euch, Marc, sorry, aber das Loyalität, yeah! Da... Ich muss zu Ray gehen. Good boy. Hey, so geil, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich total. Okay. Dankeschön. Yeah!